Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Eden Grafters Ocean World auf unserer kleinen Insel. Wir haben zuletzt dafür gesorgt, dass etwas mehr Terraforming möglich ist, sind dann aber zu dem Schluss gekommen, zumindest ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir ja irgendwo hier ein Limit drin haben offensichtlich, denn wir haben 5 Wasserpumpen, jede Wasserpumpe schafft hunderte Liter pro Sekunde, aber trotzdem haben wir in unserem gesamten Netzwerk nur 400 Liter pro Sekunde zur Verfügung. Das heißt, da scheint es irgendwo ein Limit zu geben. Ich weiß nicht, ob das an den Rohrsystemen liegt, ob das funktioniert, wenn man das jetzt aufteilen würde, oder ob das jetzt auch ein Limit ist, was vom Spiel vorgegeben ist, weil das ist ja ein Prolog, eine Art Demo-Version. Die Demo-Version hatte ich schon mal angezockt, die war noch ein bisschen... hat ein bisschen weniger Inhalt. Ja, aber da kommen wir offensichtlich nicht weiter beim Terraforming. Wir haben jetzt einen Sauerstoffgehalt von 5,5% in der Atmosphäre. Mehr geht im Moment nicht. Vorher hatten wir 4,6%, bevor wir das zweite Terraforming begonnen haben. Ja, und das ist aktuell der Stand. Ich hatte offscreen schon ein bisschen Material gemacht und habe auch ein paar Rohre neu verlegt, dass es hier ein bisschen gefällig in der Landschaft reinpasst. Und bin jetzt zu dem Schluss gekommen, so kommen wir nicht weiter, wir müssen automatisieren. Wir wollen den Raketenstartplatz bauen, da brauchen wir Eisenbalken, Rotoren, Computer und Basaltbeton. Basaltbeton kriegen wir ganz gut hin zurzeit. Da haben wir hier unsere Produktion, die müssen wir bloß regelmäßig leer machen. Ja. Da ist noch der Basaltbeton, jetzt haben wir das Inventar voll. Aber das geht recht flott. Da kriegen wir 60 Stück zusammen, dann packe ich die hier ins Lagerhaus rein und dann läuft das. Gut, wir brauchen aber auch noch ein Lagerhaus. Auch das Lagerhaus reicht uns nicht. Wir werden damit nicht die gesamten Materialien mit dem kleinen Lagerhaus zusammenbekommen für den Raketenstartplatz. Ihr seht, wir brauchen 400 Basaltbeton. 180 haben wir, das heißt, wir brauchen noch einfach, da haben wir 200 und dann nochmal 10, das haben wir 400. Und dann haben wir nur noch so wenig Platz für die anderen Ressourcen. Also müssen wir so oder so in der Richtung irgendwas machen. Und das machen wir jetzt. Die Eisenstangen, jetzt nehme ich das gleich mal mit raus, ja, seht, wie schnell das geht. Ein Stapel war schon wieder hinzugekommen, ein voller. Ja, und jetzt haben wir Basaltbeton 220. Die Eisenbalken brauchen wir. Und die Eisenbalken würde ich gerne jetzt automatisieren. Dafür habe ich mir schon ein bisschen Material zusammengelegt, sodass wir als erstes mal die Eisenstangen automatisch herstellen können. Das ist ein kleines Problem, weil wir haben ja schon die Eisenbarren werden ja schon produziert, die Eisenplatten werden produziert. Jetzt bauen wir einfach noch dazu die Eisenstangen. So, da müssen wir kurz Sauerstoff tanken und dann geht es schon weiter. Ja, zwischendurch müssen wir immer wieder, habe ich jetzt Inventar voll, müssen wir erstmal so weitermachen. Zwischendurch müssen wir immer wieder auch für Gummi sorgen, Gummiriemen, damit wir die Rotoren bauen können. Ja. So, da habe ich mir überlegt, wir bauen uns noch einen Teileproduzent, den stellen wir hier daneben. Jetzt müssen wir mal gucken, da geht es rein. So, hier hin. Gut. Und dann brauchen wir einen Förderbandabscheider. Das soll heißen, der hat einen Eingang und 3 Ausgänge. Wenn wir den hier dazwischen packen können, das wäre richtig schön. Können wir nicht. Gut, okay. Dann probiere ich mal, wenn ich den einfach hier hinstelle. Dann da raus und da rein. Das macht er uns so. Perfekt. Dann muss ich hier... Na, was passiert mit den Eisenbahnen, wenn ich das jetzt abbaue? Könnte ich den Kollegen erstmal ausbremsen? Kann man den ausschalten? Ich stell den mal auf Zim... Geht nie. Kann den nie umstellen. Hm. Ich würde ungern die ganzen Eisenbarren verlieren. Aber dann ist es jetzt erstmal so. Dann
würden wir hier den Ausgang da dran bauen. Und den Ausgang an den Eingang. Und jetzt geht das los. Ne? Jetzt fährt er die Eisenbarren hier hoch und verteilt die auf die beiden Maschinen. Da, immer schön im Wechsel. Und dann könnt die beiden Maschinen bauen und dieser Teileproduzent, der soll uns jetzt Eisenstangen produzieren. Und mit diesen Eisenstangen und den Eisenplatten können wir dann hier hinten raus, brauchen wir einen Zusammenschluss von Förderbändern und können eine Montagemaschine bauen. Da brauchen wir einen Computer, den können wir uns bauen. Ne, die hat sogar zwei Eingänge, wir brauchen es gar nicht zusammenführen. Ja, das machen wir. Da bauen wir uns schnell einen Computer. Sieht es denn jetzt aus mit Inventar? Dann nehme ich mir erstmal schnell wieder die Biomasse. Weil das ist auch noch so ein kleines Problemchen hier in liebevoller Handarbeit. Den Gummi und dann die Gummiriemen herzustellen, damit wir dann daraus Rotoren bauen können. Da brauchen wir auch noch ein paar. So, gibt die. Ne, machen wir so. Ja. Das muss ich halt zwischendurch immer ein bisschen machen, damit wir genug Material haben. Gleichzeitig brauche ich für die Rotoren dann auch wieder Kabel, da muss ich mir wieder Kupfer holen. Also es ist noch genug Handarbeit zu erledigen, ich brauche keine Angst haben, dass ich mich dann langweile. Jetzt braucht man einen Computer, eine Leiterplatte, ein Kabel. Ihr seht schon, das hat jetzt auch relativ lange gedauert und wir brauchen am Ende für die Raketenstartplattform, für den Raketenstartplatz 40 Computer. Für das Lagerhaus zum Glück nicht. Aber ja, haben wir schon noch genug zu tun. Ja, ne, das eine Förderband steht. Warum? Weil die Maschine voll ist. Das Förderband fördert fleißig, weil die Maschine erst jetzt voll ist. Und wenn er dann das Eingangslager voll hat, so, dann steht auch diese Maschine. Und irgendwann kommt auch diese Maschine zum Erliegen. Gut. Und dann können wir uns jetzt die Montagemaschine bauen. So, wie viel Strom brauchen das ganze Zeug eigentlich? 8 Megawatt, überschaubar. So, zwei Eingänge. Ja, da macht natürlich auch immer gleich das... Das Gelände passt auch immer mit an. Und jetzt sehen wir haben Eisenplatten, wir haben Eisenstangen und dann soll er uns daraus Eisenbalken produzieren. Jetzt müssen wir sehen, ob er das einigermaßen hinkriegt, dass er auch immer das richtige Material da hat. Nicht, dass er irgendwann nur noch Eisenplatten oder Eisenstangen hat. Aber ich denke, das läuft. Da brauchen wir uns jetzt darum auch nicht mehr kümmern. Wird das vollautomatisiert gemacht und wir brauchen dann bloß noch rausnehmen, was wir brauchen. Schön. Was haben wir jetzt hier? 92 Megawatt Anfrage, 180 Megawatt produzieren wir. Das läuft. Ja, zwischendurch muss ich mir dann noch ab und zu noch was zu essen bauen. Und ich werde mir dann beim Kupfer auch noch so eine Bergbaumaschine hinbauen und dafür werde ich mir erstmal schnell Zement organisieren. Wo ist denn meine Abbaustelle hier? Haben wir schon ordentlich abgebaut.
Huch, jetzt sind wir unter Wasser. Was hat er gerade gesagt? Große Welle erkannt. Na ja, gut. Dann ist es so. Zement. Wenn die durch ist, dann gehen wir zur Kupferplattform, zu unserem Kupferdepot und produzieren dort, bauen dort noch so eine Bergbaumaschine hin, dass wir noch mehr Kupfer haben. Das einfach, wenn wir den Weg zurücklegen, dass wir das mit einem Mal machen. Ja, jetzt müssten wir gleich später in die Außenansicht kommen. Ja. Kriegen wir nochmal einen schönen Überblick von oben. Das ist ja unser erklärtes Ziel. Wir wollen den Mond pulverisieren und damit dafür sorgen, dass diese Gravitation nicht mehr existiert, die diese großen Wellen auslöst. Ihr seht, wie groß die Insel ist, aber wir können die gar nicht terraformen, weil wir einfach nicht genug Wasser in unser System reinbekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe aber leider noch nicht rausgefunden, ob das jetzt ein bewusstes Limit ist oder ob das vielleicht ein Bug ist oder was. Naja. Gut, die Welle ist durch. Jetzt ist es ein bisschen neblig. Die Maschinen arbeiten. Och, was habe ich denn hier gebaut? Na, das habe ich ja auch komisch gebaut. Diese Rohre, naja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns gleich noch mal ein bisschen Basaltbeton rausholen aus unserer Anlage. Dann werde ich auch dieses Lagerhaus hier nicht abreißen. Das heißt, ich muss mir dann ein für das Stufe 2 Lagerhaus auch noch Fenster bauen. Ich hatte ursprünglich die Idee gehabt, das abzureißen und dann das neue zu bauen. Aber da muss ich mir, das brauche ich zusätzlich, weil wir einfach so viele Rohstoffe brauchen. Da muss ich mir dann bloß ein bisschen Silizium organisieren, dass wir die Fenster bauen können. 30 Stück waren es, glaube ich, die wir noch brauchen. Da unten haben wir Silizium. Ja. Na, hier wäre ich jetzt. Noch eine Bergbaumaschine hinbauen oder zwei. Ja, da haben wir beim nächsten Mal, wenn wir hier hochgehen, schon die doppelte Menge an Kupfer, die wir mitnehmen können. Da geht es dann auch ein bisschen schneller mit der Materialbeschaffung. Das ist jetzt halt die Hauptaufgabe, erstmal Material zu organisieren für unsere großen Bauvorhaben. Das Eisenerz lasse ich mal liegen. So, ich habe sogar relativ viel Quarz noch. Da nehme ich mir erstmal nichts mehr mit. Können natürlich mal probieren, was passiert, wenn ich die trotz zu wenig Wasser noch so einen Zonendünger hinbaue.
Denn immerhin hat er es ja geschafft, trotz 93% Wasserzufuhr den Boden 100% fruchtbar zu machen. So, dann machen wir als erstes mal Silizium. Und daraus machen wir uns dann 30 Fenster. Dann müssten wir das Thema der Fenster geklärt haben. Hier brauchen wir keine. Ach, die brauchen schon wieder ein bisschen länger. Okay, das macht nichts. Wisst ihr, die Fenster kann ich dann auch mal in den, ins Lagerhaus packen. Da kriegen wir wieder ein bisschen Inventar frei. Gut, Fenster haben wir gelöst, das Problem. Leiterplatten brauchen wir und Eisenbalken werden automatisch hergestellt. Leiterplatten, da brauchen wir Silizium und Kupferplatten. Ja. Können wir gleich noch Silizium herstellen, haben wir ja genug da. Und Kupferplatten müssen wir dann aus Kupfer herstellen, haben wir auch mitgebracht. Für die Rotoren brauchen wir dann Draht. Den müssen wir auch aus Kupfer herstellen. Da könnte ich auch überlegen, die Kupferproduktion zu automatisieren. Naja. Wenn wir das Lagerhaus Stufe 2 haben, dann haben wir ja eine höhere Stapelgröße. Dann können wir sogar noch mehr transportieren und lagern. So, lass uns mal gucken, was brauchen wir denn? 30 Leiterplatten, uiuiui, das wird wohl. Das wären erstmal noch 10 Stück. Ja, es läuft eigentlich auch bei den großen Mengen, die man hier braucht, alles darauf hinaus, dass man die gesamte Wirtschaft automatisiert. Denn ihr seht ja, im Handbetrieb kommt man hier ewig nie vorwärts. So, die produzieren ganz schön ordentlich, oder? Die haben jetzt... Wie viele... Ne, guck mal hier, wie viele brauchst du? Fürs Lagerhaus brauchst du insgesamt 60. Na, dann nimm gleich mal die 60 mit. Denn für die Raketenstartplattform brauchst du dann auch welche. Eieiei. Naja, ich sehe es, wir müssen was essen. Gut, Fenster. Schmeißen wir die erstmal hier rein. 90 Stück. Eisenbalken brauchen wir 60 und dann waren es Leiterplatten, braucht man noch ein bisschen was, ne? Noch 12 Leiterplatten. Ja. Kupfer. Ja, tagsüber geht das, da haben wir genug Strom für unsere Maschinen. Nachts wird es dann vielleicht ein bisschen dünn werden. So, jetzt seht ihr schon, ne? Das Lagerhaus ist voll. Gut, wir haben jetzt auch mehr drin, als wir unbedingt brauchen fürs nächste. Aber jetzt müssen wir uns im Prinzip erstmal komplett aufs Kupfer konzentrieren. Basaltbeton kriegen wir relativ schnell dann voll. Eisenbalken, denke ich auch. Boah. Aber die Kupferproduktion jetzt noch zu automatisieren, da brauchen wir auch wieder die ganzen Rohstoffe. Ich habe übrigens hier oben geguckt. Großes Basaltvorkommen.
Ich habe immer gedacht, das ist auch so eine Felsformation wie hier drüben. Das ist ein großes Felsvorkommen, wenn ich mich recht erinnere. Ach nee, auch Basalt. Das habe ich alles übersehen gehabt, dass das Basalt ist und kein Felsen. Da hätten wir schon viel eher Basalt haben können. Aber ja, kommen wir damit ganz gut zurecht, so wie es jetzt ist. Gut, dann kriegen wir jetzt 80 Kupfer hier mit. Müsste an die hintere Maschine auch ran jetzt. Wie viel Silizium haben wir noch? Wir brauchen pro Leiterplatte ein Silizium, ne? Wollen wir mal gucken, dass wir heute das große Lagerhaus Stufe 2 wenigstens aufgebaut kriegen. Da haben wir schon mal einen guten Schritt gemacht. Und danach wäre dann der nächste Schritt tatsächlich die Raketenstartplattform. Da bin ich gespannt, was er uns noch als Aufgabe gibt, als Herausforderung. Da drüben mit dieser Schiffsplattform bin ich auch nicht so ganz zufrieden, aber naja, vielleicht ändern sie noch ein bisschen was dran, weil ja die Steuerung des Landen dort mit dem Schiff auch nicht so besonders gut ging. Ansonsten hart auch ist ein bisschen mit dem Balancing. Mir gefällt das noch nicht so ganz, dass jetzt hier schon auf der einen Seite Bäume wachsen, auf der anderen Seite er uns aber sagt, dass der Sauerstofflevel nie allzu hoch ist. Ja, na, wie das jetzt der Fortschritt beim Terraforming geht, das gefällt mir noch nicht so ganz. Gut, wollen wir gleich mal noch zwischendurch nochmal uns um Gummi kümmern. Dann mache ich mir noch zwei Essenboxen. Nee, hier wolltest du hin. Gut, dann. Nee, hast du keine Eisenplatten gemacht für die Leiterplatten? Ja, da kriegen wir es doch zusammen von den Materialien. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Ladeplatten wir eigentlich brauchen. Waren es 30 insgesamt? Naja, jetzt ziehen wir es durch. Zack, passt. Wunderbar. Dann habe ich übrigens gesehen, man kann auch ja den Akku mit hoher Kapazität bauen. Das müssten wir bloß ein paar Batterien bauen. Und dann könnten wir hier diese Standardbatterie durch den großen Akku ersetzen. Dann hätten wir plus 200 Energie, also wie beim Sauerstoff dann 300 Energie. Hier hin unten. Aber das ist jetzt für mich nicht ganz so notwendig, weil wir ja mit der Energie ganz gut zurechtkommen. So, jetzt lassen wir sehen. Ein großes Lagerhaus können wir bauen. Wo bauen wir das hin? Gleich hier hinten. Wobei wir hier eher die Startplattform hinbauen könnten. Wo will ich jedes Mal dahinter laufen zu dem anderen Lagerhaus. Das ist auch mächtig gewaltig, ne? Was sich für mich noch nicht so ganz erschließt, sind die
Bauklötze, die man hier hat, wo man frei bauen kann. Das ergibt für mich noch nie allzu viel Sinn. Aber vielleicht kommt das auch später im Spiel noch ein bisschen was dazu. So, gucken wir mal, kriegt man das hier irgendwo hingebaut? Oh Gott, ist das riesig. Nee, kriegt man es nie hin. Hat er uns einen kleinen Kran hingebaut, mit dem er das hochzieht. Hier hat das Gelände entsprechend eingeebnet. Ach, hier sind Eingänge dran. Einer, das ist natürlich schön. Hat ein bisschen was von der Elbphilharmonie, oder? Aber wir können es trotzdem manuell befüllen, ja. Aber man kann jetzt hier Förderbänder dranlegen, das ist natürlich schön. Er hat auch gesagt, die Stapelgröße ist jetzt größer. Ja, stimmt. Rotieren wir. Ja. Ja, na, da könnte man jetzt sozusagen einfach den Basaltbeton direkt hier reinfahren lassen. Den wir hier drüben haben. Ach, hier kannst du nicht auf Sortieren klicken. Na, dann halt nicht. Drei Rotoren haben wir. Wo haben wir denn die Rotoren schon wieder ausgegeben? Schade doch mehr. Ja, und das wird jetzt die Herausforderung sein, Rotoren und Computer zu bauen. Ja, also die Stapelgröße ist größer geworden. Hm. Blöd, dass er das nie automatisch macht, dass man das jetzt manuell machen muss. Gibt es keinen Sortierbutton, so wie im Inventar. Ach so. Ah. Na gut, das muss man natürlich wissen, dass wenn ich in meinem Inventar auf Sortieren klicke, dass das auch für das Lagerhaus-Inventar gilt. Und jetzt müsste er hier auch größere Stapel machen. Hier macht er uns jetzt 30er Stapel. Und das seht ihr, da haben wir mit einem mal 90 Basaltbeton. Also Basaltbeton ist kein Problem. Eisenbalken schaue ich mir an. Und wie gesagt, die große Herausforderung wird das Thema mit dem Kupfer sein, dass wir das Kupfer manuell verarbeiten. Da werde ich auch wieder offscreen ein bisschen was machen, das verspreche ich euch. Das Ziel wäre tatsächlich, dass wir in der nächsten Folge das schaffen, die Raketenstartplattform zu bauen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Ob ich so viel Zeit finde, das alles offscreen zu machen. Ja, mal sehen. Ein bisschen was werden wir sicherlich zusammen machen. Ja, die Insel haben wir erkundet. Wir waren auf der Nachbarinsel. Da haben wir Uran und Schwefel gefunden. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir nämlich auch 120 Kupfer insgesamt aus unseren vier Anlagen. Ja, da geht es dann doch recht zügig. Und wie gesagt, notfalls könnte man das alles automatisieren. Dazu fehlt mir aber gerade ein bisschen so die Lust. Weil dann muss ich ja das Material für die ganzen automatischen Maschinchen zusammensammeln. Und das braucht ja auch seine Zeit, ne? Macht sich ja auch nicht von alleine. Gut, da sind wir im Prinzip für heute durch. Wir haben das Lagerhaus gebaut, haben das gesehen. Und wie gesagt, Ziel, die Raketenstartplattform. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.